Hallo again und willkommen zurück. Heute zeige ich euch zwei Turnierritte mit Bonja. Das war das zweite Turnier nach unserer langen Turnierpause, deswegen mussten wir erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Bonja war vorher nochmal richtig schön rossig und ich bin überhaupt nicht so geritten, wie ich das im Training so gemacht habe bisher. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Ich werde das Ganze kommentieren und dann hoffe ich, dass euch das Video gefällt. Wir haben uns auf den Weg gemacht und ich hatte dann nämlich ein A1-Sterne-Springen und ein A2-Sterne-Springen genannt. Also noch alles ganz easy und es fing an mit dem A1-Sterne-Springen. Das war ein Stilspringen und hier galoppiere ich erstmal an. Wir sind übrigens komplett in Schwarz unterwegs seit neuestem. Hier hätte ich schon ein bisschen wacher galoppieren können, denke ich, ein bisschen hin. Aber finde ich jetzt noch okay. Also wir kommen hier jetzt über Sprung 1, da fängt es dann aber eigentlich jetzt schon an. Jetzt kommt ein mega langer Weg. Ich dachte, Stil springen, kann ein bisschen leichten Sitz einbauen. Und ich verliere einfach komplett den Galopp. Also es sieht ja aus, als ob ich gleich trabe. So, ne? Dann fängt sie an, hier so ein bisschen hinzugucken. Und dann bin ich aber noch rüber gesprungen. Hätte hier noch ein bisschen äußerer Zügel aus, ein bisschen ran. Aber okay, passt schon. Dann Sprung 3. Das fand ich jetzt ganz schön. Auch die Linie zu Sprung 4. Habe ich mich ein bisschen reingesetzt, versucht sie ein bisschen so bei mir zu haben. Das war jetzt ein Ochser hier an der Bande und dann eine Distanz zum Steilsprung hier. Dann einmal durch die Wendung quasi hier an die Bande ran. Hier haben wir jetzt einen Fehler. Das ja, war einfach so. Dann Sprung Nummer 7. Jetzt habe ich hier den äußeren Zügel komplett nicht dran gehabt. Sie drückt mir nach innen und ist nach außen gestellt und gebogen. So, also gar nicht schön. Jetzt komme ich hier über die letzte Kombination und ja, dann haben wir es auch geschafft. Und dann war ich auch froh, dass wir durch sind. Es war alles so ein bisschen komisch vom Reitgefühl her. Also wir waren beide nicht komplett da, aber wir sind durchgesprungen und ja, passt. 7,0 die Grundnote, ein Abwurf, Endergebnis 6,5. Dann ging es weiter mit dem A2-Sterne-Springen und hier wollte ich vor Sprung 1 schon so ein bisschen mehr Galopp haben. Sieht jetzt irgendwie nicht danach aus, hat sich ein bisschen so angefühlt. Naja, dann Sprung 1, dann kommt eine Distanz, die fand ich jetzt ganz schön, so eine gebogene Distanz. Ich hatte zu der Zeit noch so ein bisschen Angst vor Ochsern, deswegen passt schon, kam ich gut rüber. Jetzt der äußere Zügel, irgendwas war zwischen meinen Zügeln, also ich hatte anscheinend noch genug Zeit, da irgendwas zu regeln. Kommen wir hier zu Ochser Nummer 3. Und hier reite ich vorne rum, das war nämlich ein Zeitspringen und einmal kurz an die Bande, komme hier über die Kombination. Danach wollte ich weiter galoppieren, weil das fällt mir manchmal ja so ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob mir das so ein bisschen zum Verhängnis wurde. Irgendwie hat sie sich so ein bisschen aufs Gebiss raufgelegt. Ich hätte hier wahrscheinlich einmal durchkommen müssen, weil dann spitzt sie die Ohren und springt da einfach so ein bisschen rüber, ohne irgendwie darauf zu achten. Dann hier die Distanz. Haben wir vorher im Training gehabt, ein paar Tage vorher. Hab nichts gemacht, aber es ging trotzdem. Und dann wollte ich auch einfach nur noch ins Ziel kommen. Hier der letzte Ochser, da wäre ich im Training wahrscheinlich auch abgewendet, aber ich bin einfach weitergeritten und ja. Dann waren wir im Ziel und ich finde, die Ritte waren nicht schön und auch nicht besonders gut so geritten. Aber die haben mir für meinen Kopf unheimlich geholfen, weil zu der Zeit bin ich im Training gerne mal vor Ochsern eben abgewendet und mir hilft das einfach auf dem Turnier, wenn ich durch den Parcours durchreite. Und es war ja jetzt nicht hoch, aber ich habe es irgendwie trotzdem ein bisschen so empfunden. Und wenn ich dann merke, wir kommen halt rüber und dann weiß ich halt so fürs nächste Mal, ich kann einfach locker bleiben. Und das ist jetzt schon ein paar Wochen her und ich merke einfach so rückblickend, hat mir das irgendwie geholfen, weil ich auch ein kleiner Schissi dann bin in manchen Situationen. Und ja, das war es auf jeden Fall. Im zweiten waren wir eigentlich relativ schnell, also ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall hatten wir aber einen Fehler, also in beiden ja jeweils einen Fehler. Aber alles gut, das hat uns, glaube ich, beiden einiges gegeben. Und dann sind wir einfach noch ganz entspannt nach Hause gefahren, waren kurz bei Burger King und dann ging es wieder ab in die Box und dann war auch Feierabend.